TV Berlin Spezial, wir sind wieder da mit der Senatorin für Wirtschaft, Forschung und Technologie, Cornelia Itzer. Und das Jahr 2015 war gut, das kann man so sagen, war es sogar sehr gut. Es war sehr gut, denn Berlin ist stark gewachsen im wirtschaftlichen Bereich. Wir haben tausende neuer Unternehmen in die Stadt bekommen, sei es durch Ansiedlungen, Multinationen. Tausende? Ja, sicher, wir haben über 40.000 Unternehmensneugründungen allein. Wir haben nur in diesem Jahr? Ja, 2015. Selbstverständlich. 40.000? Ja, und da wird ein neuer Mittelstand in der Stadt heranwachsen. Ich werde ja nicht müde, darüber zu reden, dass Berlin Mittelstandsstadt ist. 99% aller Unternehmen sind mittelständische Unternehmen. Das sind die klassischen Handels- und Dienstleistungsunternehmen, das sind aber inzwischen auch technologiestarke Industrieunternehmen, die in dieser Stadt zum Wirtschaftswachstum beitragen und natürlich die starke Gründerszene in vielen Technologiebereichen, ob Gesundheitswirtschaft, Energie- und Umwelttechnologien, Elektrotechnik oder auch die Digitalwirtschaft, die zu den großen Treibern dieser Entwicklung gehört. Also haben wir doch genügend Garagen, in denen Leute rumtüfteln, um den digitalen Durchbruch zu schaffen. Noch ist der ja noch nicht so erkennbar. Ja, mich verblüfft diese hohe Zahl von Gründungen, Sie wahrscheinlich zu Hause auch, aber ist auch eines Ihrer Werke. Sie sind ja unermüdlich in der Welt unterwegs, ja, und haben immer einen Stadtplan dabei von Berlin. Ich sage, hier können Sie noch hinziehen, oder? Ja, nicht nur den Stadtplan, sondern auch die Förderangebote, mit denen wir Ansiedlungen flankieren. Ich werde zu Beginn des nächsten Jahres eine neue Mittelstandsinitiative starten. 200 Millionen Euro werden dort bereitgestellt, gezielt für mittelständische Unternehmen über Darlehen, über Bürgschaftsprogramme. Denn der Mittelstand, das ist ja in Berlin nicht untypisch, sagt, wir müssen in das digitale Zeitalter aufbrechen. Wir wissen aber noch nicht genau wie. Und da wollen wir mit den Mitteln der Wirtschaftsförderung flankieren. Ich werde ein digitales Leistungszentrum der großen und starken Fraunhofer-Einrichtungen, die wir in Berlin haben, befördern. Das heißt, die schließen sich zusammen und werden dann gemeinsam mit Unternehmen daran arbeiten, Lösungen für morgen, vor allem aber auch mittelständische Unternehmen werden dort konkrete Beratung erfahren, sie werden Begleitung erfahren bei der Umsetzung von digitalen Lösungen in ihrem Unternehmen. Es muss kein Mittelständler Angst haben, dass er alles sofort umwerfen muss, sondern auch Digitalisierung kann man Schritt für Schritt machen. Das Wichtige ist nur die Schritte in der richtigen Reihenfolge, damit es nicht zu teuer wird für das Unternehmen. Ein Mittelständler muss das ja auch stemmen können. Dazu wollen wir beitragen, aber jedes Unternehmen muss wissen, Digitalisierung wird die gesamte industrielle Wertschöpfungskette noch einmal verändern. Ob Forschungsprozess, Produktionsprozess oder Kundenkontakt. Das heißt, und da sollen unsere Berliner dabei sein, ganz vorne. Ich frage mal den ganz normal, ich bin jetzt Bäcker und back mein Brot, stehe um 4 Uhr morgens auf und jetzt kommen Sie und sagen, das können wir alles viel besser und viel schneller machen, wenn wir das digitalisieren. Ist das damit auch gemeint, dass diese alten Betriebe, die glauben, sie sind nur Handwerk im wahrsten Sinne des Wortes, dass sie mit der Hand arbeiten, dass man das digitalisiert, sprich den Prozess des Backens beschleunigt durch Computersteuerung? Ich war gerade in dieser Woche bei zwei mittelständischen Unternehmen. Eine Tischlerei, da nimmt man an, da wird noch mit dem Hobel gearbeitet. Das gibt es ja auch in vielen Handwerksbetrieben noch, dass Hand angelegt wird. Aber dort war Digitalisierung für den Fenster- und Türenbau vor allen Dingen das Gebot der Stunde. Da haben sie Maschinen gesehen, wie man sie sich in einem Industrieunternehmen ansonsten vorstellen würde. Und das ist der einzige Weg, dass diese Tischlerei bei Projekten unterwegs ist, wo man sagen würde,
meine Güte, wie das, schafft ihr das, ne? Das sind Großprojekte, das sind Museen, da wird auf den Millimeter genau gearbeitet. Da sind Projekte, von denen viele Unternehmen träumen würden, solche Renommiervorhaben zu bekommen. Da kommen die Referenzprojekte aus Berlin, oder das Gleiche war bei einem Formenbauer, klassische Handarbeit. Da geht heute nichts mehr ohne Digitalisierung. Und das ist ein mittelständischer Betrieb, der mit 10 Mitarbeitern für Großunternehmen im Bereich Automobilindustrie arbeitet. Alles aus Berlin. Jetzt unsere versteckten verstanden. Champions. Und Sie wahrscheinlich auch. Wenn Sie jetzt Tischler oder Bäcker oder Schneider oder wer auch immer sind, wann beginnt diese Initiative? Und was kann der oder die jetzt machen? Wohin wendet die sich, wenn sie sagt, das muss ich unbedingt auch machen? Kriege ich dafür Zuschüsse? Ja, da ist die Investitionsbank Berlin als unsere Landesförderbank bereit. Natürlich werden die Unternehmen auch bei der Antragstellung begleitet, und wir werden auch im ersten Quartal des nächsten Jahres wieder mit der Investitionsbank zusammen eine große Förderkonferenz machen. Das habe ich im vergangenen Jahr erstmals gemacht. Mehrere hundert Unternehmer waren da vor Ort, um sich beraten zu lassen. Und siehe da, das sehe ich ja an den Förderbescheiden, die ich vergeben kann. Viele haben die Förderung in Anspruch genommen. Und im Übrigen auch die beiden mittelständischen Handwerksbetriebe, die ich gerade erwähnt habe, haben klar in dieser Woche gesagt, ohne die Fördermittel des Landes, ohne die GRW-Mittel, die regionale Wirtschaftsförderung, hätten wir das nicht stemmen können. Also, dafür ist sie da. Es ist keine Schande, sie in Anspruch zu nehmen. Im Gegenteil, es spricht für Klugheit. Schreiben Sie, Frau Senatorin Cornelia Itzer, dass Sie das auch gerne hätten, oder gehen Sie gleich zur IBB-Bank. Das ist der Weg, nicht? Ja, die Investitionsbank Berlin, IBB. Und dann kommt digitale Luft und Zukunft in die Unternehmen. Das finde ich ja ganz toll. Man denkt immer, die Wirtschaftssenatoren reisen in der Welt herum und sagt, baut doch mal ein Stahlwerk hier oder sowas. Sondern wir sind in der digitalen Welt in Berlin angekommen. Und das ist einer der Schwerpunkte der zukünftigen Arbeit. Ja, eine Wirtschaftssenatorin muss auch in der Welt unterwegs sein. Ich war natürlich in diesem Jahr wieder in New York. Ich war in Tel Aviv, weil dort junge Unternehmen sitzen, die es nach Berlin zieht, die hier Kooperationspartner und Märkte suchen. 20.000 israelische Staatsbürger sind hier, ja, meistens in Start-ups. Und es verbindet sich hervorragend. Die Unternehmen sind technologiestark. Unsere Start-up-Szene ist technologie- und inhaltsstark. Da kann man gegenseitig sich unterstützen. Wir freuen uns über alle Unternehmen, die hier ein Standbein in Berlin suchen, und das sind viele. Wir bieten aber auch Austauschprogramme, damit die Unternehmen aus Israel oder New York den europäischen Markt kennenlernen können. Es ist vielleicht auch interessant, viele sagen inzwischen, wenn man den europäischen Markt besetzen will, dann macht man das aus Berlin heraus. Früher ging man nach London. Heute sagt man Berlin, Kontinentaleuropa, West und Ost, das erschließt man aus Berlin heraus. Ich habe sogar gehört, einige haben mal zu mir gesagt, it's very easy in Berlin, just call Cornelia Itzer. Ah, das ist jetzt... She will help you. Also, rufen Sie einfach Cornelia Itzer an. Aber das haben Sie ja schon bestimmt schon länger öfter gehört. Ich habe ein großartiges Team in der Senatsverwaltung, auch in der Investitionsbank Berlin, auch bei Berlin Partner. Das haben wir allesamt neu aufgestellt in den letzten 3 Jahren. Wir haben einen einheitlichen Ansprechpartner in der Senatsverwaltung. Das ist nicht ein einzelner Mitarbeiter, das ist ein ganzes Team, das mehrsprachig online 7 Tage pro Woche 24 Stunden für die Bedarfe der Unternehmen zur Verfügung steht. Ein bisschen Schlaf zwischendurch muss auch noch sein. Ja, sicher, aber die Unternehmen können ihr Anliegen
zu jeder Minute unterbringen und können sich darauf verlassen, es wird zügig bearbeitet. Sie brauchen nicht mehr überlegen, in welchem Bezirk muss ich welche Stelle ansprechen. Eine Stelle. Das macht eine direkt. Stelle. Und das ist das, worauf Unternehmen auch Anspruch haben. Wer ein Unternehmen hier gründet oder wer expandiert, der geht ins unternehmerische Risiko. Das können wir dem Unternehmen nicht abnehmen, aber wir können es so flankieren, dass es leichter wird. Und alleine, dass wir elektronisch Angebote zur Verfügung stellen, wir sprechen hier immer über die bürgerfreundliche Verwaltung, die digitale Verwaltung. Keiner hier geht. Hier ist sie. Wir sind leider am Ende. Aber Sie wissen jetzt, just call Cornelia Itzer. It's the easiest way to go to Berlin. Letzte Frage, weil wir sind wirklich am Ende. Machen Sie Weihnachten Pause oder geht es Weihnachten irgendwo hin zu irgendwelchen Gesprächen? Nein, ich habe Stallwache, das heißt, wir haben ja eine gegenseitige Vertretung im Senat. Mein Kollege Frank Henkel darf ein paar Tage Urlaub machen. Ich habe Stallwache, aber ich hoffe, dass die Feiertage friedvolle Tage mit der Familie sein das werden. Das wünsche ich Ihnen auch. Bedanke mich, dass Sie da waren und ich wünsche Ihnen auch schöne Weihnachten. In 9 Tagen ist Heiligabend und in diesem Sinne feiern Sie schön, lassen Sie sich schön beschenken. Das gilt auch für Sie ganz besonders. Vielen Dank, dass Sie da waren und viel Erfolg in 2016, dass es weiter so wächst und Tausende von Unternehmen hier wieder herkommen. Ja, und wenn wir uns in einem Jahr wiedersehen, dass wir dann eine noch bessere Bilanz ziehen können. Vielen Dank Ihnen zu Hause, bis nächste Woche und tschüss.